Herzlich willkommen bei Arma 3 Real Life RPG. Heute kommt Hofstetter auf die grandiose Idee, dass wir die Abkürzung über die Todesbrücke nehmen. Doch die Todesbrücke heißt nicht ohne Grund Todesbrücke. Gleich wird's lustig. Hey, warte mal, wir müssen alle hintereinander fahren. Ja, sonst wär's nicht lustig. Ist ein Foto wert. Eben. Drei Idioten, eine Brücke. Drei Tote. Ja. Und einer Glück. Das sind geile Schlagzeilen. Drei Tote, eine Brücke. Ja. Okay, ich bin jetzt an der Brücke, ich warte. Boah, ich will Lotto spielen. Hat der Rack irgendeine Möglichkeit eigentlich, die großen LKWs abzuschleppen? Ja. Kostet nur einen Haufen Kohle. Kacke, ich stehe nicht zentral drauf. Dann fahr nochmal zurück. Oh, fuck, fuck! Und der erste ist tot. Nein, ich bin noch am Anfang. Die Brücke, bevor die Brücke startet, sind da noch ein paar Schienen und da zentralisiere ich mich. Ja, der muss doch schon drauf, weil die fängt glaube ich früher an, als es aussieht. Bald der schön am rechts blinken. Bitte alle Warnblinker anmachen, das ist wichtig. Ja, selbstverständlich. Das Problem ist, ich sehe es nicht. Von, normalerweise kann ich mich so genau über das Führerhaus drauf. Ja, mache ich ja, aber ich sehe nicht, was vorne ist, richtig. Ja, ich auch nicht, muss einschätzen. Wir hätten einfach außer rumfahren können, Leute. Ja, wir haben eine halbe Stunde länger gebraucht. Das ist echt problematisch, man sieht so schlecht. Und eigentlich wacken wir jetzt schon. Ja, aber ich habe es so gemacht, ich mache die Kamera so hinten und orientiere mich halt symmetrisch am Führerhaus. So. Und wenn beide Seiten gleich mit der Brücke sind, dann muss ich in der Mitte sein. So, Walter, pass auf da. Oh, fuck, meine Hinterräder. Ja, ich überwach gar nicht. Egal, stell dich einfach hinter mich. Nein, Foto dran. Was? Warte. Ja, meine Hinterräder sind übrigens auch schon in der Mitte. Ich bin doch nicht da. Boah, okay, richtig geil, wenn man von oben ein Foto macht, weil da unten kommt schöner Strand. Komm, fahr näher. Ich warte doch. Ich meine Walter, der kommt ja nicht vom Fleck. Ja, ich dachte, wir wollen ein bisschen mehr Abstand haben. Hast du deine Mutti gerade hinten geladen, warum kommst du nicht vom Fleck? Hey. Gut, und jetzt muss noch der dritte, wo man ihn nicht erkennt, weil er seine Windschutzscheibe kaputt gemacht hat. Ich jetzt den Traktor ablade. Tschüss, Walter. So, ready? Ja, nein. Macht er ein Foto von irgendwas passiert? Jo. Können wir weiter? Ja. Nein. Eigentlich hätten wir die Presse direkt herholen müssen. Ja. Auf fuck! Nein! Nein, der erste ist gekippt! Hab's geschafft! Ich auch, freut mich! Ich kann's jetzt nicht mehr schaffen! Ich fahr mal zurück! Okay, hoffentlich geht's! Das sieht gar nicht gut aus, was du da machst! Ja, Anflip wäre jetzt aber auch keine gute Idee! Oder aussteigen! Nee, das nicht! Vielleicht kannst du auch so bis zum Ende. Ja, du hast es geschafft. Das war ein sehr männlicher Schrei, wollte ich nur mal beachten. Fuck, es geht gleich wieder los. Fast wäre ich hier runtergefallen. Uiuiui. Weißt du, was mein Tipp ist? Ich guck einfach nur auf der linken Seite die ganze Zeit. Ja, ich habe mir gerade auch eingefallen, tatsächlich. Drauf sind. Ich bin gerade tatsächlich auf genau dieselbe Idee gekommen. Vor allem sag mir das doch, nachdem ich fast runtergefallen bin, ne? Ja, bis dann hat es ja gut bei dir geklappt mit deiner Taktik. Ja, in der Kurve hat es mich irgendwie rausgehauen, das ist schwer, ja, einzuschätzen. Ich hab auch gerade meine Probleme. Ihr stellt euch echt alle an wie so eine Frau. Ah, hast du etwas gegen Frauen? Ne, aber nur auf die Art und Weise, wie sie Auto fahren. Nein! Ach, Scheiße! Jetzt wissen wir, wer nicht fahren kann. Also mach's wissen wie ich fahr zurück. Jetzt soll ich zurückfahren. Ich hänge ja schon weiter da drüben als du. Trotzdem. Ich könnte dir Anflip machen, aber das
Ist ein Todesurteil. Ja. Da kommt also, zurück. Zurück. Haltet den Notruf schon mal bereit. Guck mal, das wird sich nicht bewegen, denke ich. Ja, hallo, Rettungsdienstleitstelle Nordholm. Oh Gott! Okay, ich glaube, ich mache nichts lieber. Die sollen mich abschleppen hier. Ja, ich glaub, wir können dich einfach runterschmeißen in Hoffnung, dass es noch gut geht. Tatsächlich, das wäre eigentlich die beste Möglichkeit gerade. Okay, schieb mich. Gib's mir. Ja, gib's mir. Wir okay. können dich nicht schieben. Du musst aussteigen. Warte, ich geb dir den Schlüssel. Hast du noch den Rope? Schieb mich. Wieso gibst du mir die Schlüssel? Das soll ich weitergegeben. Ich muss die Spur wechseln gerade. Oder wenn ich auf die andere Spur gehe, kommst du jetzt ran? Ich komme nicht ran, doch hier. Ja, pass auf, es geht nicht. Okay, ich leg's einfach drauf an. Ich glaube, ich habe deinen Traktor gerade umgedreht. Ja. Bis gleich. Bis gleich. Kann man sich abropen? Nee. Okay. Schade. Ich hänge, weil es passiert gar nichts mehr. Soll ich vielleicht den RAC anrufen? Ja, naja, ich schmeiß das Ding runter und schau, was passiert, oder? Ja, versucht mich zu schieben. Oh, ach du Scheiße. Oh, jetzt kommt der Ninja an. Ja. Ich repariere gerade mal die Wanne, die ist nämlich gerade kaputt gegangen. Bei mir sind nicht kaputt, aber anscheinend kannst du sie nicht reparieren. Ich kann sie reparieren. Ja, Unflip. Nee, das war der. Ja, der genau, das ist der. Ja, das. Ja. Ich habe ein Problem, ich weiß nicht, wie ich hier jetzt wieder zum Maker bekomme. Irgendwas hat funktioniert. Ein Stück geschoben. Aber ich mach's nicht. Keine Ahnung, was es war, aber ich kann jetzt nochmal versuchen zu fahren. Aha. Tschüss. Und tschüss. Warte, ich komm runter, nimm mich mit. Nimm's mit. Ich glaub, ihm geht's nicht gut. Doch, mir geht's super. Achtung, ich dreh. Schieb mich. Auf, gib's mir. Ihm. Ich kann dich nicht schieben, ich kann dich auch nicht drehen. Ja, weißt, vielleicht kann's ich ja, wenn ich mich abseil. Und dann auf halber Höhe kann ich vielleicht. Ja, aber ich kann nur. Ach nein! Was tust du? Ey, du hast deine Mutter angelassen. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Was hast du getan, Hofstetter? Oh, warte, komm schnell runter. Nicht wegrennen, ich verbind dich. Ich hab Zeug dabei, ne? Ich kann das. Wir können den LKW wieder herrichten, ne? Ja, aber nicht komplett. Oh. Bis er wieder fährt, oder? Das ist aber eine geile Dashboard-Aufnahme. Dashcam. Was nochmal? Mach mal den Fuel Tank, bevor das Ding alle ist. Mach die Wanne. Okay, hol doch nicht die Wanne, den Tank wohl. Mach den Motor. Ah, Todesreparatur. Aber warum hast du den auch anflippt? Das war doch klar, was passieren wird. Nee, war's nicht klar. No, es wird nicht klar, wenn er zwischen zwei Pfosten steht, dass er in einem von den beiden Pfosten danach drin ist. Ich dachte, er stellt sich normal hin. Wie soll ich den normal hinstellen? Der hat sich normal hingestellt, in den Pfosten ab rein. Nee, also, ich meine normal in den anderen Pfosten. So? Und blute ich? Blute auch. Ihr könnt ja mal den Rack rufen, der könnte euch ja helfen. Haben wir ja das Ding, oder? Aber weiß nicht, hast du einen ausreichend Reifen dabei? 6 oder so. Oder 7. Könnte reichen. Ja, liegt man an jeden Reifen, der fehlt, liegt man einen neuen Reifen dran. Ja, 4 Reifen sollten reichen, oder? Nein, ich glaube. Ich glaube, wir brauchen alle neu. Ich habe im Fahrzeug drin gespeichert von vornherein. Das kannst du mal reinschauen, zur Not. Oh, Scheiße! Soll ich versuchen, erst mit dem runterzufahren? Mein Tor so offen. Ja, vielleicht. Also ich mach mal vorne den anderen Reifen hin, denke ich. Aber dass das Ding gleich hochspringt, ist. Ich versuche mal zu fahren. Fuck. Was? Ich muss hier weg runter. Ich denke, das passt. Achso, und ich hau die mehr Reifen drauf, dann geht das. Ja, ich kann auch so, glaube ich, runterfahren. Nur wenn ich da unten ankomme, ist er eh kaputt. Ja, ich change jetzt noch meine Wii.
Ja, geil, es war kein neues Rad da. Doch, doch, das wird erst angezeigt, wenn du den hintersten auch wechselst. Ja, fahr halt mal runter. Oder Fuel-Tank braucht Zuneigung. So, was hätte sich jetzt mehr rentiert? Selbst wir sind ja noch nicht mal fertig. Aber einfach kurz aus rumzufahren oder das? Okay, runter. Oder soll ich anders machen? Warte, ich muss mit! Oder wir kommen doch neben dem Berg nicht runter, oder? Ja, gell, fahr runter. Ich glaube, es ist zu spät jetzt. Ja, ich komm vielleicht wieder hoch. Ah, du brauchst meine Reifen, kann das sein? Du musst erstmal hier runter schaffen. Hast du deine Reifen überhaupt dabei? Irgendwie was? Oh, ich bin gerade in den Stein rein. Und jetzt bin ich durch den Stein, aber ich denke. Ich weiß nicht, was ich falle! Ich glaube, ich muss den Rack rufen, dass sie eine Bergrettung machen. Hä, warum? Oder? Du bist doch bis zu unten? Zur Hälfte. Ja, dann geh halt runter. Ich glaube, wenn ich jetzt aussteige, bin ich tot. Ja, dann. Und ich will so, auf der Seite. Das Ding. Ah, ich versuche runterzukommen, ich will aber auch nicht sterben. Oh man, oh fuck, ich rutsch einfach vom Stein runter, so richtig aus dem Nichts. Der ist einfach 90 Grad, der ist einfach flach und ich rutsch runter. Ah! Okay, jetzt alles oder nicht. Okay. Oh, Scheiße! Was machst du? Wo bist du überhaupt? Walter, bitte nicht. Walter, nicht du auch. Hallo? Hallo, hallo. Du musst dich um Walter kümmern, er ist irgendwo abgestürzt, glaube ich. Ach, ihr seid hier immer noch? Ja, hey, komm mal den Berg ein bisschen runter, da siehst du, wo ich bin. Ich versuche. Ach mal, du Scheiße. Ich versuche auszusteigen, ich sitze auf dem Passagierplatz, ich glaube, das könnte klappen. Ist Walter bewusstlos? Ja, er funkt eine Zeit lang schon nicht mehr, der vorher hat die ganze Zeit rumgeschrien. Okay, du bist auch dahin. Nö, ich lebe noch. Oh, oh. Ich hab's überlegt, was? Komplett. Ich hab's komplett überlegt. Komplett. Wow, das war's mit dir. Hofstetter, nicht du auch. Hofstetter? Nein. Nein, der Berg frisst mich auch. Ja, was gibt's? Na, du lebst wieder. Nein, ja. Der Berg schiebt mich runter. Ich rutsche. Ich muss nur eben behandeln, sonst liege ich gleich wieder da. Also ich sehe, wo Walter liegt, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll, weil ich jetzt schon vorbeigefallen bin. Wo ist der denn? Der liegt hier eigentlich über mir. Ich sehe ihn. Ja, nur ich komme da jetzt glaube ich nicht mehr hin. Eigentlich wollte ich mich runterropen, aber es ging nicht. Sehr männliche Schreie. Ah, die Bergrettung ist schon unterwegs. Hallo, lebst du noch? Hallo, Oskar! Oskar! Wunderschönen guten Tag, Hofstetter. Erste-Hilfe-Leiter von der Erste-Hilfe-Gruppe. Guten Tag. Alter, dich hat er echt erwischt. Ja, hier sind nur noch Blutlachen und keine Leiche. Na doch, hier. Hallo, hören Sie mich hier unten? Ich habe einen gerettet. Ja, guten Tag. Guten Tag. Einen habe ich gerade aus dem Stein gezogen. Okay, super. Nee, komm mal runter, hier sind die. Ja, einer liegt da noch. Den könnte ich auch noch rausziehen. Kommen Sie mit? Ja, guten Tag. Hallo. Ja, wie kann ich dir weiterhelfen? Wie? Du musst mich nicht anrufen. Ach, du bist es. Ich hab's nicht gecheckt. Ich hab dich gerade angerufen. Ich weiß. Genau, im Moment habe ich dich gefunden. Ich check gerade. Jetzt check ich langsam. Wie bist du verreckt? Ich wollte dir zu Hilfe kommen, bin dann vom Stein abgerutscht, da unten geflogen. Oh, hier ist gerade ordentlich die Luft gegangen. Hallo. Ah, guten Tag. Ja, ich bin irgendwie den Stein runtergeflogen, genau wie du. Dann aufgelandet, dann war ich kurz ohnmächtig, dann bin ich wieder aufgewacht und direkt aus irgendeinem Grund wieder ohnmächtig geworden. Dann nicht mehr aufgewacht.
Bringt das irgendwas, Übungen zu machen? Ich glaube schon. Und ich bin auch irgendwie hart bleicht und kann mir lieber mehr verkaufen. Ja, kriegst von mir Geld. Ich weiß jetzt, warum die Todesbrücke ja heißt. Ja, ich weiß auch. Und ich weiß auch, ich habe das Gefühl, wen seine Schuld es ist. Dann machen wir uns wieder auf den Weg. Vielen Dank. Wer wollte denn darüber fahren, hä? Wer? Aber ich weiß genau, wer es war. Eine Stunde später. Hier? Nein, weiter rechts. Doch, hier geht's. Nein, ich weiß nicht, ob da Steine sind. Ich glaube, da sind Steine, oder? Nö. Ist nicht, scheiß Kamera. Ja, langsam. Wieso gibst du Gas? Irgendwie muss man doch mal runter, oder? Aber trotzdem. Wow, mein Bein ist kaputt. Hier geht's zu den Medics. Hier soll mein Bein. Schießt da hinten noch der Rack? Ja. Jo, wir sind bei denen. Ja, seht ihr, nimmst du einen gelben Fleck, meine Pupillen kommen nicht so weit. Ich muss mal anziehen. Ich mach bestimmt lustige Sachen. Guten Tag! Hallo, mein Bein ist kaputt. Nein, ja, wir brauchen den, oder? Zack. Achso. Ja. Ich hab gehört, ihr Kollege ist verunglückt beim Versuch, sind da noch Medics? Einen unserer Trucks per Gang einzuparken oder so. So negativ. Die Medics sind gerade abgehauen. Ah, okay. Ja, der Typ im Grün wäre mir vielleicht noch ganz gut gewesen, wenn der da geblieben wäre. Also, keine Ahnung. Wie kannst du nicht helfen? Nee, ich nicht, aber der Kollege, der gleich kommt, der hilft da. Okay, okay. Also jetzt auch, sollen wir so ein Teil schon mal anfangen? Also wir? Das mit dem hier rauskommen mit mir, das ist jetzt nicht so einfach. Ah ja, also dann ich. Nee. Kannst du auch hier einfach ein bisschen helfen. Ich weiß nicht, hat der Rack was gesagt, wenn der LKW am Schlepper da ist? Ja, also der Rack fährt gerade zu mir und der sollte bald kommen. Ich fahr den Rack hinterher übrigens. Aber ich muss mal eben einen Reifen wechseln gehen. Ich weiß nicht, Oskar, du schaffst einen Traktor so zu überreden, dass er sich dranhängt, so wie ich hier hänge. Dann kann er nämlich eine Bahn drüber werfen. Mir was? Ja, okay. Ich werde es mal versuchen. Ich würde hier nach unten schauen, nach wenn ich nicht so viel Schiss hätte, wieder abzukacken. Sehen Sie da oben meinen Kollegen? Wenn du abkackst, siehst du, sind die Medics schneller da. Ja. Das wäre sogar ganz super. Eine kleine Frage. Ich habe keine Scheibe dabei. Gemacht? Ach so, der, Nein, das ist nicht der Fahrer gewesen. Ist das Jesus? Also, sagen wir so, die Medics hatten Probleme drüber zu fahren, ich hatte jetzt Probleme drüber zu fahren und hier liegt ein LKW quer. Ist das Jesus? Nein, Bergunter. Der hängt an einem Seil. Ich hatte mal die Seil. LKWs in Position, beziehungsweise mal weg von der Brücke. Also ich würde auch sagen Tuch, nur da gehe ich nicht nochmal hin, sonst doch, ich bin mal wieder runter. Weiter, ne? Ich kann Ihnen was sagen. Mein Kollege, wie er dort oben hängt, genau so, hat er kein Problem da dran zu kommen. Der sagt, wenn er ein Tuch hätte, konnte er ihn zuberschmeißen. Ah, will noch nicht mal zu mir. Ja, aber die Sache ist, lassen Sie Ihren Kollegen da jetzt mal irgendwie aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen absäge. Sehen Sie? Das ist nicht ganz so super. Ich stehe am Punkt. Wie geht's weiter mit diesem LKW dort? Wenn Sie jetzt gleich mal auf Ihre linke Seite gucken, da taucht jetzt gleich aus mysteriöser Art und Weise ein LKW-Abschlepper auf. Einfach schön dahin gucken. Wie weit nach links? Der LKW hat einfach gewohnt und mich Arschloch genannt. Scheiße, ich fick dich gleich ins Knie. Und dann hat er gerade einen Bomben gerammt. Hey, er ist da. Aber auch einfach vor allem, warum mich? Ich laufe hier nur einfach nur rum. Der Abschlepper kommt. Ja, der Abschlepper wird doch. Warum fährt der da auf Schnee rum? Warum denn fast schon? Ich hab auch keine Ahnung, wo der hin möchte. Wieso hast du dich eigentlich abgesalt? Weil ich eigentlich wollte, zum LKW wollte. Ja, er hätte ja sein können, du hast wenigstens probiert. Da hinstellen, rutsch ich runter. Ja, was ist eigentlich genau dein weiterer Plan da oben an dem Seil, wenn du jetzt versuchst? Ja, also wenn du Lust hast, ich hab keine Lust da. Tschüss. Ich nehme den LKW stellen und gucken, ob man irgendwas machen kann, aber. Ja, aber ich wenn du dich abseilst, bist du weg. Na, steh ich tatsächlich eigentlich nur neben dem LKW, nur diese Steine, die da sind. Ich hab Angst, dass sie mich wegschieben. Ich kann dir sagen, die schieben dich weg. Deswegen ja, viel Spaß. Weil der Typ, der hat, glaube ich, auch ein Problem, weil wenn er da nicht hochkommt, sondern eher darunter, ist der auch Matsche.
Ja, aber wir sind ja unten ausgebildete Ersthelfer, den kriegen wir wieder. Und der ist vor allem, glaube ich, vorhin schon mal abgestürzt von ganz da oben. Denen, oder? Was hast du gesagt? Ja, das Problem ist, die Medics, die gerade hier waren, die haben gesagt, wir haben Folgeauftrag in Ostersund. Ja, das ist... Also ich bin da vorhin reingekommen, nur dann bin ich irgendwie durch den LKW durchgeploppt und auf die Steine geklatscht wie so ein Fisch. Geploppt und wie ein Fisch. Hatte ein paar blaue Flecken. Wo rennt der Rackler um? Ich zieh ihn mal ganz kurz um. Keine Ahnung, wo der Rackler da hinten rumrennt. Oh. Hier wärmer. Ich sehe ihn nicht, deswegen. Der klettert jetzt gerade zu dem Kollegen da oben. Hat sich. Steig ein. Im LKW bist du sicher. Der Zivilist ist gerade auf dem. Abgeklatscht. Der ist jetzt im LKW, also am LKW. Bist du eingestiegen? Und ich glaube, der lebt noch. Ja, sehr gut. Da drinnen kannst du dich ja verbinden, oder? Wenn du was. Den kriegst du da nicht wegbewegt. Im LKW drinnen. Das Ding, das hängt vorne und hinten, den kriegst du ja nicht weg. Der müsste einmal flippen, dann fliegt der nach Kavala. So das Problem ist, das habe ich. Der wurde schon geflippt und danach hat er sich so da hinten. Ja, du kommst da. Oh, ja, und der Medic ist tot. Warte mit dir. Er lebt noch. Ja, noch. Ich warte. Wenn ich im Aussteig, kann ich warte. Sag ihm, er soll sich nicht du bewegen. Du kannst da nicht aussteigen. Du kannst da nicht rüberlaufen. Okay, dann mach's. Und tschüss. Leitstelle von Kummelkomm. Ich lebe noch. Okay. Benötigen an der Position 12, 50, 15 einen RTW, komm. Haben vielleicht doch zwei RTW. So? Okay, da hinten ist er runtergeflogen. Und da hinten ist er runtergefallen. Und da ist auch noch der zweite, oder? Nein. Hallo, wo sind Sie? Ich stehe wieder, Bruder. Siehst du den Rackler von da oben? Komm runter. Da kann man nicht verarzen. Komm runter. Der Rackler fällt runter. Er ist wieder ohnmächtig, glaube ich. Nein. Er rutscht runter, dann können wir ihn behandeln. Ja, der Rackler ist unten. Kopf und Torso ist am wichtigsten. Beinahe am besten. Ich mach Tiniker dran. Genau. Verbind den lieber erstmal. Weil der Kopf, der ist ziemlich oft. Wie sieht's bei euch drüben aus? Kommt ihr alleine zurecht? Er ist auch ohnmächtig, verarzt ihn gerade hier neben euch. Also, wow. Ist er stark am Bluten? Jo, alles ist offen. Okay, verdammt. Wir haben zwei Leute, die wir kriegen müssen, wir sind uns zu dran. Weil ich habe zu dem Medic sogar noch gesagt, bleibt hier. Wieso? Nee, haben Folgeauftrag. Wieso nimmt ihr auch einen Folgeauftrag? Sagt einfach, ihr seid Status, keine Ahnung, nicht mehr erreichbar für die nächste halbe Stunde. Ich genau wusste, dass der Kollege hier gleich wieder liegt. Ja, allein nur, weil er oben am Seil hing, war es klar, dass der runterkommt. Ja, das, mit deinem Kollegen, das war eigentlich relativ gleich. Ich meinte, jetzt eigentlich mit meinem Kollegen. Ja. Haben Sie ein Lagerfeuer dabei? Ja, im Auto. Okay, weil ich glaube, wir müssen ein Lagerfeuer nehmen, weil die beiden machen, sonst wird ihnen zu kalt. Vor allem hier, ihrer ist im Kurzarm unterwegs und meiner hat da glaube ich auch nicht besonders viel gemacht. So. Können wir den am besten einmal rüberziehen, dass wir die beide nebeneinander haben? Müssen die irgendwie anders wärmen? Ja, gucken Sie mal bei ihm, bei dem verletzten Rucksack. Ich glaube, der hat ein Lagerfeuer dabei. Da kann ich nicht reingucken. Da können Sie nicht reingucken, verdammt. Wer da ein Schloss dran gemacht? Haben Sie kein Lagerfeuer? Ich habe kein Lagerfeuer. Besser. Der linke Bein ist zu, das rechte Bein braucht noch ein bisschen. Okay. Wie wäre es, wenn wir die ins Auto setzen und den Motor laufen lassen? Glauben Sie, das funktioniert? Wenn man den bei HIV macht, funktioniert's. Okay, wir müssen uns. Der ist ganz durchgefroren, ich hol's Auto her. Wie kriegt man den dann da anständig ran? Kann ich den so ziehen und dann. Lass mal. Fahren Sie einfach das Auto direkt daneben und ich schmeiß ihn den rein. Das Auto steht nebendran. Ja, dann können sie den eigentlich reinschmeißen. Ich mach schon. Okay, ich mach den Motor an. Der Kollege ist, glaube ich, härter im Nehmen. Kümmern Sie sich mal um ihn und ich kümmere mich mal hier um meinen. Alles klar. Hast du mal Puls und so einen Scheiß gecheckt? Blutdruck? Low? Ja, ich mach HLW in der Zeit. Puls? Boah, no. Alter, also... Ja, los, das kriegt man bestimmt wieder. No. Kein Puls? Puls, kein. Ja, lass ihn mal aus. Alles klar. Der Kopf ist gerade, glaube ich, wieder aufgegangen. Schuhe, bleib doch einfach auf deiner Matte liegen. Mach kurz, ja. Holst ihn raus? Ja. Oh, ich kann ja nur wirklich. Ja, Kopf ist offen.
Wow, du bist genau durchgelaufen. Perfekt, dass ich dich angestupst hab. Okay, ich mach HLW dann. Das Problem ist, ich hab noch nicht. Alles klar. Ist er wieder komplett zu? Hab das nun. Ja. Okay, zieh's nur rüber. Wieso? Ja, wir müssen auf die Matte drauflegen, sonst ist es zu kalt. Hi. Guten Tag. Hallo, wir haben zwei Bären. Also der Rackler, der ist ein bisschen von da oben runtergekäfert und der Zivilist ist auf die Idee gekommen, da oben sie abzuseilen und ist dann runtergekäfert. Ja. Ah, sehr gut, es gibt ein Lagerfeuer. Waren beide eigentlich auf Höhe von dem LKW. Ach, guck ich mal eben mal schnell. Oh, hi. Oh, hallo. Gut, dann ist er. Wow. Wollte ich mir jetzt um den an. Ah, ich hab dich okay, wiedergeholt. Guck mal, wie toll ich bin, Verschuldet. Aha. Ja. Weißt du jetzt, warum ich gesagt habe, ich will das nicht alleine machen? Kein Problem, Herr Kamel. Ja. Dank Ihrer Hilfe haben Sie sich jetzt eine ausgezeichnete Leistungsbeurteilung eingefangen. Hat mir sehr gut gefallen, was Sie getan haben. Gratuliere. Und? Warum hat sich das so sarkastisch an? Können wir so machen. Ah, er ist wieder da. Ach, der andere ist auch wieder da. Dankeschön. Hier, kapiert? Okay. Ja, doch, Rock'n'Roll. Ich wünsche Ihnen was, danke, ne? Danke, Medix. Die Herrschaften, schönen Tag noch. Sorry, dass wir Ihnen diesmal nicht helfen konnten. Aber das sind die 0,1%, wo es halt nicht geht. Ansonsten 99,9%, Sie wissen schon. Jo. Kriegen die irgendwie was hin. Salü. Wiedersehen. Ich wünsche was. Haben Sie vielleicht einen Notfallseelsorger für den Herrn im Blau? Weil sowas, was der gemacht hat, das grenzt schon an Suizidgefahr. Notfallseelsorge. Ja, hallo, ich will den LKW da oben retten. Oder einen Psychologen mal, der ich den angucken kann, weil wenn man da oben sich runter seid, das tut mir leid, Alter, muss man ja suizidgefährdet sein. Oder dumm. Weiteres. Moment. Super, mein letzter Notfallseelsorger hat sich gerade zu Dienst gemeldet. Ah, perfekt. dann. Gut, dann bringe ich den mal demnächst vorbei, wenn ich ihn gefesselt habe.